Hongkong scheint weit weg, aber Hongkong geht uns alle etwas an. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Wir fühlen uns den westlichen Werten verpflichtet. Und um genau die geht es jetzt gerade in Hongkong. Genau darum kämpfen viele Menschen. Hongkong war einst eine Kolonie und sie wurde zurückgegeben an die Volksrepublik China. Da gab es eine klare Zusage, rechtsverbindlich, ein Land, zwei Systeme. Das heißt, demokratische Mitwirkungsrechte und Rechtsstaatlichkeit in Hongkong sollten bestehen bleiben. Nicht einfach das chinesische System sollte in Hongkong eingeführt werden. Und nun gab es Proteste, über einige Monate verfolgen wir das schon. Und nun vielleicht im Windschatten der Corona-Pandemie und der weltweiten Aufmerksamkeit dafür hat die chinesische Führung entschieden, dass es ein neues Sicherheitsgesetz in Hongkong geben soll, das massiv in demokratische Mitwirkungsrechte, in die Meinungsfreiheit eingreift. Da dürfen wir nicht schweigen. Da geht es auch um unsere Werte, für die die Menschen dort kämpfen, für die die Menschen dort auf die Straße gehen und auch ihr ganzes Leben einsetzen. Wir sollten nicht schweigen, denn unsere Stimme zu erheben, das ist das, was wir tun können für diese Demokratiebewegung dort. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass die chinesische Führung nicht vertrags-, nicht rechtstreu ist. Wir müssen mit ihr regelmäßig darüber sprechen, bei jedem Besuch in Peking und auch bei jedem Besuch einer chinesischen Delegation in Deutschland und Europa. Klar, die Chinesen sind ein sehr machtvolles Land geworden. Beeindruckende Ergebnisse haben sie erzielt. Wenn man die bewegen will, diesen großen Spieler auf der Weltbühne, dann geht das nur gemeinsam und indem man die uns wichtigen Fragen und Werte immer wieder thematisiert. Wenn sich die chinesische Führung nicht beeindrucken lässt davon, was wir zivilgesellschaftlich machen, dann wird die deutsche Bundesregierung auch ihrerseits tätig werden müssen. Ich frage mich, warum der chinesische Botschafter nicht längst einbestellt worden ist vom deutschen Außenminister, um mit ihm zu sprechen über Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der Vertragstreue und Verlässlichkeit und der demokratischen Mitwirkungsrechte in Hongkong.